Guten Tag, meine Damen und Herren. Und ich möchte Sie erneut zu einer weiteren Predigt der Kirche Gottes, der Kirche des ewigen Gottes begrüßen. Es hat nun einige Zeit gedauert, seitdem ich Ihnen in einer Predigt Dinge aus der Bibel habe mitteilen können. Ich war für fast 2 Monate jetzt in Deutschland. Meine Frau und ich mussten unsere Mutter versorgen und die leider dann auch gestorben ist. Und wir möchten dann heute jetzt auch dies zum Anlass nehmen, ihre zu gedenken. Es war dies eine nicht leichte Zeit, wie Sie sich vorstellen können. Aber wir wollen jetzt auch weiter mit unseren Predigten fortfahren und Ihnen aus der Bibel zeigen, was Ihre Zukunft sein könnte, vielleicht schon ist oder letztendlich noch werden wird. Ich möchte heute über Gottes Gnadengeschenke sprechen. Gottes Gnadengeschenke. Wir feiern ja das Pfingstfest zu diesem Wochenende, am Sonntag. Und nach der Tradition hat Gott damals dem alten Israel unter Mose am Pfingsttag die 10 Gebote verkündet. Er hat ihnen die 10 Gebote zu Gehör gebracht. Und laut Apostelgeschichte Kapitel 2 wurde ja auch die neutestamentliche Kirche am Pfingsttag dadurch gegründet, dass den Jüngern der Heilige Geist gegeben wurde. Ich möchte heute Bezug nehmen auf diese beiden Ereignisse und Ihnen zeigen, wie sie miteinander zusammenhängen. Nun, die 10 Gebote waren natürlich schon lange vor Mose, lange vor dem Berg Sinai bekannt und Gesetz. Aber es ging jetzt darum, dass die Israeliten ja nun viele Jahre in der ägyptischen Sklaverei waren und sie hatten vielfach die Gesetze Gottes vergessen, unter anderem auch den Sabbat. Und so musste Gott ihnen jetzt, noch bevor sie zu dem Berg Sinai kamen, erneut diese Dinge zu Gehör bringen. Und so lesen wir einmal eine interessante Stelle im 2. Buch Mose, Kapitel 16 und in Vers 29. 2. Buch Mose, Kapitel 16 und in Vers 29. Da sagt Gott schlicht und ergreifend etwas über den Sabbat, eins der 10 Gebote. Es ist ja das 4. Gebot. Und so lesen wir hier, seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben. Nun achten wir darauf, Gott hat den Israeliten, und wir sind heute, wenn wir zur wahren Kirche Gottes gehören, wie wir noch zeigen werden, geistliche Israeliten, Gott hat uns heute den Sabbat gegeben. Ein Geschenk. Eins der Gnadengeschenke Gottes. Gott hat euch den Sabbat gegeben. Darum gibt er euch am 6. Tage für 2 Tage Brot. So bleibe nun an jeder, wo er ist, und niemand verlasse seinen Wohnsitz am 7. Tage. Es ging darum, dass damals die Menschen herausgingen, um Manna zu sammeln, das vom Himmel kam. Aber Gott sagte, am 7. Tag soll kein Manna gesammelt werden. Gott würde ihnen am 6. Tag die doppelte Portion geben. Also bevor noch Gott die 10 Gebote am Berg Sinai erneut verkündete, war bereits klar, dass diese Gebote inklusive der Sabbat bereits existierten. Und so lesen wir auch im 2. Buch Mose, Kapitel 24, dass wiederum Gott das Gesetz als ein Geschenk den Israeliten geben würde. In 2. Buch Mose, Kapitel 24 und Vers 12. Da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, komm herauf zu mir auf den Berg und bleibe da selbst, dass ich dir gebe die steinernen Tafeln, Gesetz und Gebot, die ich geschrieben habe, um sie, das Volk, zu unterweisen. Also Gott würde Mose hier die 2 Tafeln mit den 10 Geboten geben, ein Geschenk. Auch in Kapitel 31, im 2. Buch Mose, lesen wir in Vers 18. 2. Buch Mose 31 und in Vers 18. Und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berge Sinai, gab er ihm die 2 Tafeln des Gesetzes, die waren aus Stein und beschrieben mit dem Finger Gottes. Die waren aus Stein, in anderen Worten, die sollten also Bestand haben. Und Gott selbst schrieb diese Worte auf diese Tafeln auf. In 5. Buch Mose, Kapitel 9, erinnert Gott wiederum durch Mose die Israeliten daran, was geschehen war. 5. Buch Mose, Kapitel 9 und in Vers 11. Und da heißt es, und nach den 40 Tagen und 40 Nächten gab mir der Herr die 2 steinernen Tafeln des Bundes. Nun, wie wir wissen, haben die Israeliten aber damals schwer gesündigt, haben ein goldenes Kalb gebaut,
Mose in seinem Zorn zerschlug die Tafeln, musste noch einmal 40 Tage und 40 Nächte auf den Berg. Und Gott gab ihm dann wiederum die zwei Tafeln mit den 10 Geboten. In 5. Buch Mose 10 lesen wir über diese neuen Tafeln in Vers 4. 5. Buch Mose 10 und Vers 4. Und da schrieb er auf die Tafeln, wie die erste Schrift war, die 10 Worte, die der Herr zu euch geredet hatte, mitten aus dem Feuer auf dem Berge, zur Zeit der Versammlung, und der Herr gab sie mir. Auch hier wiederum wird der Geschenkcharakter des Gesetzes an die Menschen, an die Israeliten zum Ausdruck gebracht. Im Römerbrief, im 9. Kapitel, lesen wir, dass Gott das Gesetz den Israeliten gab. Römer Kapitel 9 und in Vers 4. Da spricht Paulus über seine Stammverwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, Vers 4, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz, oder wie auch übersetzt werden kann, die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Und wie ich sagte, wir sind heute als wahre Christen geistliche Israeliten, Kinder, geistliche Kinder unseres Stammvaters Abraham, dem Vater des Glaubens. Wenn wir uns den Sabbat anschauen und die Sabbate, denn der Sabbat bezieht sich ja nicht nur auf den wöchentlichen Sabbat, sondern auch auf die jährlichen Festtage, heiligen Tage, wie zum Beispiel Pfingsten, die auch Sabbate genannt werden, da lesen wir Folgendes im Buch Ezekiel, Ezekiel Kapitel 20. Ezekiel Kapitel 20 und in Vers 12. Ezekiel Kapitel 20 und Vers 12. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, sagt Gott hier. Also nicht nur den wöchentlichen Sabbat, sondern auch die jährlichen heiligen Festtage, die auch, wie ich sagte, Sabbat genannt werden. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Also die Sabbate, der wöchentliche Sabbat und die jährlichen Sabbate sollten ein Zeichen sein zwischen uns, den geistlichen Israeliten, und Gott, damit wir erkennen können, dass es Gott ist, der uns heiligt. Wenn wir die Sabbate halten, den wöchentlichen Sabbat, die jährlichen Sabbate, und verstehen, was die Sabbate bedeuten, dann verstehen wir auch unser Potenzial. Dann verstehen wir auch, was uns bevorsteht, warum Gott uns überhaupt erschaffen hat, wie wir noch gleich sehen werden. Dann erkennen wir, dass uns Gott heiligt. Heiligen bedeutet zu einem heiligen, besonderen Zweck aussondern. Die Kirche Gottes ist ja diejenige, die herausgerufen sind aus der Welt. Das Wort Kirche bedeutet ja, Ekklesia im Griechischen, die Herausgerufenen. Wir lesen im Buch der Offenbarung, nebenbei gesagt, von einem Zeichen, dass die Menschen annehmen werden, in gewisser Weise bereits schon angenommen haben, dass sie auch identifiziert. Aber sie identifiziert, oder dieses Zeichen identifiziert sie nicht als zu Gott gehörig, sondern als zu dem Tier gehörig, einem politischen, militärischen Führer. Und es wird ja von dem Malzeichen des Tieres gesprochen. Also wir können entweder das Zeichen annehmen, das Gott uns gibt, oder aber das Malzeichen des Tieres. Die Wahl liegt bei uns. Ich hoffe, dass wir die richtige Wahl treffen. Aber hier geht es darum, dass gesagt wird, er gab uns die Sabbate. Und so lesen wir nun in Psalm 99. Eine sehr interessante Stelle. Warum gab Gott sein Gesetz, seine Vorschriften? Nun, offensichtlich hatte er damit einen Zweck. Er wollte damit etwas erreichen. Und so lesen wir im Psalm 99, die Verse 6 und 7. Psalm 99, die Verse 6 und 7. Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen, die riefen den Herrn an und er erhörte sie. Er redete mit ihnen in der Wolkensäule. Sie hielten seine Gesetze und Gebote, die er ihnen gab. Also Gott gab Gesetze und Gebote, und die Gerechten wie Mose, Aaron, Samuel, die hielten diese Gebote. Das war der Grund dafür, dass Gott sie zunächst einmal überhaupt gegeben hatte. Nun, David,
ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann, von dem es heißt, dass er letztendlich den Willen Gottes tun würde, in allem. Er liebte Gottes Gesetz und er verstand, dass Gottes Gesetz, Gottes Gebote ein Geschenk waren, ein Geschenk von Gott an ihn, wie auch heute die Gebote Gottes ein Geschenk sind von ihm an uns. Und so lesen wir in Psalm 119 und in Vers 29. Psalm 119 und in Vers 29. Halte fern von mir den Weg der Lüge und gib mir in Gnaden dein Gesetz. Gott gibt uns als ein Gnadengeschenk sein Gesetz. Schauen Sie, wir haben nichts dazu beigetragen. Er gibt uns das Gesetz nicht deshalb, weil wir so gerecht bereits gewesen sind. Es geschieht aus Gnade. Gnade ist unverdientes Geschenk. Eine besondere Gabe, die er uns schenkt. Nicht, weil wir irgendwie Anspruch darauf hätten. Wir werden nachher noch über Gnade etwas näher sprechen. Aber hier sehen wir, dass David sagt, dass Gott ihm in Gnaden sein Gesetz gibt. Und so lesen wir im gleichen Psalm in Vers 34, dass David betet, unterweise mich, oder man kann auch sagen, gib mir Verständnis, dass ich bewahre dein Gesetz und es halte von ganzem Herzen. Nun, er spricht hier etwas sehr Bedeutsames an. Zunächst einmal muss Gott uns das Verständnis geben, dass man sein Gesetz halten muss. Und dann muss man auch ein Herz haben, das uns befähigt, es zu halten. In Psalm 68 lesen wir Vers 12. Psalm 68 und Vers 12. Der Herr gibt sein Wort. Der Freudenbotinnen ist eine große Schar. Zunächst einmal muss Gott sein Wort, seine Gebote, sein Gesetz uns geben. Und dann, wenn wir es erhalten haben, dann können wir es auch verkündigen. Luther hat ursprünglich übersetzt hier, in meiner Anmerkung heißt es, der Herr gibt das Wort mit großen Scharen Evangelisten. Es ist ein Geschenk Gottes, dass er uns sein Wort gibt. Und Christus sagt auch, dass er der Kirche Prediger gibt, damit das Wort Gottes verkündigt werden kann. Doch wenn man sich die Geschichte Israels anschaut, des alttestamentlichen Israels, dann finden wir, dass die Israeliten sehr, sehr häufig das Gesetz nicht gehalten haben. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass sie es überhaupt nie gehalten haben. Im Großen und Ganzen. Es gab Ausnahmen natürlich, einiger Gerechter, aber ich spreche jetzt vom gesamten Volk, dem Volk Israel. Und Gott wusste dies. Gott wusste, dass Israel sein Gesetz, seine Gebote, seine Vorschriften, seine Satzungen nicht halten würde. Wir lesen dies deutlich in 5. Buch Mose Kapitel 29. Und es gibt ja auch einen Grund dafür, warum Israel die Gesetze Gottes nicht gehalten hat, nicht halten würde. 5. Buch Mose 29 und in Vers 4. 5. Buch Mose 29 und lesen wir Vers 3. Der Herr hat euch, sagt Mose, bis auf diesen heutigen Tag noch nicht ein Herz gegeben, das verständig wäre. Schauen Sie, David hat ja um Verständnis auch gebetet und gebeten und dann auch um die Fähigkeit, das Gesetz von ganzem Herzen zu halten. Mose sagte den Israeliten, der Herr hat euch bis auf den heutigen Tag noch nicht ein Herz gegeben, das verständig wäre, Augen, die da sähen und Ohren, die da hörten. Und später würde Josua das Gleiche zu den Israeliten sagen. Er würde denen sagen, ihr könnt Gott nicht gehorsam sein. Warum? Weil eben sie dieses Herz noch nicht empfangen hatten, Gott gehorsam sein zu wollen und dann natürlich auch zu können. Aber Gott hat auch prophezeit, bereits schon im Alten Testament, dass sich dies ändern würde. Dass es zu einem Zustand kommen würde, wo die Menschheit ein Herz empfangen würde, Gott gehorsam zu sein, seine Gebote, seine Gesetze zu halten. Jeremia Kapitel 24 sagt uns dies zum Beispiel. Jeremia Kapitel 24 und lesen wir Vers 7. Jeremia Kapitel 24 und Vers 7. Ich will ihnen ein Herz geben, sagt Gott hier, dass sie mich erkennen sollen
dass ich der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Von ganzem Herzen werden sie sich zu mir bekehren. Und wenn man sich mit ganzem Herzen, von ganzem Herzen zu Gott bekehrt, dann wird man auch sein Gesetz halten wollen. Schauen wir uns dies in Jesaja Kapitel 51 an. Jesaja Kapitel 51 und lesen wir Vers 7. Jesaja Kapitel 51 und Vers 7. Hört mir zu, sagt Gott, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Wenn Gott uns ein neues Herz gibt, wenn er das Herz aus Stein, das wir als normale Menschen haben, in ein Herz aus Fleisch verwandeln wird, was dehnbar ist, das ansprechbar ist, dann werden wir in unserem Herzen, von ganzem Herzen, das Gesetz halten wollen. Dann werden die Vorschriften des Gesetzes Teil unseres Wesens werden. Und dann sagt Gott hier, fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen, denn die meisten werden das nicht verstehen können, dass wir auf einmal jetzt beginnen, Gottes Gesetz zu halten, inklusive den Sabbat, die jährlichen Sabbate. Nein, sagt, fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen und entsetzt euch nicht, wenn sie euch verhöhnen. Er sagt vielmehr, erwartet, dass dies geschehen wird, denn deren Herz wird ja noch nicht ein solch dehnbares geworden sein. Deren Herz wird so sein, wie das Herz der Israeliten damals war, dass sie eben Gott nicht gehorchen können, dass sie ihn nicht verstehen können, seine Vorschriften, seine Ideen, das, was Gott von uns erwartet. Die Zeit würde kommen, sagt Gott, wenn er den Menschen Gnade geben würde und Herrlichkeit. In Psalm 84 lesen wir dies in Vers 12. Psalm 84 und in Vers 12. Da heißt es, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre, heißt es hier, Herrlichkeit, eine bessere Übersetzung. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Herrlichkeit bezieht sich letztendlich auf unser Potenzial, verherrlichte Wesen im Reich Gottes zu werden. Wie tut Gott dies? Wie kann Gott dies tun? Was hat Pfingsten damit zu tun? Was hat die Tatsache damit zu tun, dass er den Israeliten zu Pfingsten das Gesetz gab und dass er nachher der neutestamentlichen Kirche zu Pfingsten den Heiligen Geist gab? Was hat der Heilige Geist mit all dem zu tun? Nun, Gott würde beginnen, am Pfingsttag, den geistlichen Israeliten, seiner Kirche, seinen Heiligen Geist zu geben, der sie befähigen würde, Gottes Gesetz zu halten, der ihr Herz verändern würde, der ihnen eine neue Gesinnung geben würde, ein Verständnis dessen, wie man leben soll und muss, um Gott wohlgefällig zu sein. Und Gott würde auch beginnen, den Menschen, die er berufen würde, zu dieser neuen Lebensweise, all die Voraussetzungen mit auf den Weg zu geben, dass es zum Erhalt des Heiligen Geistes kommen könnte. Und so natürlich auch letztendlich zur Verwandlung in ewige Geistwesen. Schauen wir uns einmal an in Apostelgeschichte Kapitel 2, wie genau dies beschrieben wird, als Gott damals den Christen, den neutestamentlichen Jüngern Christi, den Heiligen Geist gab. Apostelgeschichte Kapitel 2 und in Vers 38. Da lesen wir, Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, eine bessere Übersetzung, bereut. Es geht um Reue, um eine Gesinneswandlung, eine Gesinnesänderung. Es geht darum, den falschen Weg aufzugeben, den richtigen Weg zu gehen. Eine Umkehr zu beobachten. Also bereut, wäre besser gesagt, oder bekehrt euch. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Sünde ist definiert als die Übertretung des Gesetzes Gottes. Diese Übertretung muss vergeben werden. Jesus Christus kam, um für uns zu sterben, sodass er unsere Strafe für unsere Übertretungen auf sich genommen hat. Und so sagt Petrus hier, bereut, ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe
das Geschenk, das Gnadengeschenk des Heiligen Geistes. Schauen Sie, Voraussetzungen sind hier gegeben. Man soll bereuen, man soll sich bekehren, man soll sich taufen lassen. Aber alles dies ist keine Garantie in dem Sinne, dass man jetzt dazu, dass Gott jetzt verantwortlich ist, uns den Heiligen Geist zu geben. Es ist nach wie vor eine Gnadengabe Gottes. Nichts, was wir tun können, bringt es dazu, dass wir das jetzt verdienen. Gott muss nach wie vor uns aus Gnade den Heiligen Geist geben, wie er uns aus Gnade das Gesetz gegeben hat. Aber es ist eine Gabe. Und so lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 8 und die Verse 17 und 18. Apostelgeschichte 8, Verse 17 und 18. Und da legten sie die Apostel, denjenigen, die getauft worden waren, die Hände auf. Auch das ist notwendig für den Erhalt des Heiligen Geistes, dass eine Handauflegung durch die Prediger, die Diener Gottes, erfolgt. Also die legten ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Empfingen den Heiligen Geist, die Gabe des Heiligen Geistes. Als aber Simon, Vers 18, sah, nicht Simon Petrus, sondern Simon der Magier, ein ehemaliger Zauberer. Als der sah, dass der Geist gegeben wurde, als ein Geschenk, Gott gab den Geist, den Menschen, aber wann? Wenn die Apostel die Hände auflegten, da bot er ihnen Geld an und wollte also diese Gabe, diese Möglichkeit, dies anderen vielleicht mitteilen zu können, durch Geld erkaufen. Und das war natürlich etwas, was absolut nicht richtig war. Aber auch diese Stelle sagt uns, dass der Heilige Geist von Gott gegeben wird. Und so lesen wir dies auch in Lukas Kapitel 11, die Verse 9 bis 13. Und schauen Sie, der Heilige Geist wird nicht nur einmal gegeben, in dem Sinn, dass wenn man getauft wird, jetzt erhält man den Heiligen Geist und dann hat man ihn für alle Ewigkeit, sondern der Heilige Geist soll ja aus uns herausströmen. Die Liebe des Geistes soll ja aus uns herausströmen, anderen gegenüber, und er muss dann erneuert werden von Gott. Und das wird hier auch in Lukas Kapitel 11 angesprochen. Lukas Kapitel 11, angefangen in Vers 9. Der Heilige Geist ist ja nicht statisch, er wird mit Wasser verglichen. Oder man kann auch mit Elektrizität ihn vergleichen. In anderen Worten, er strömt aus uns heraus und muss natürlich dann in uns wieder hineinströmen. Und diese Gabe des Heiligen Geistes von Gott ist eine kontinuierliche Gabe, wenn wir sie annehmen. Lukas Kapitel 11, angefangen in Vers 9. Ich sage euch aber, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Dann heißt es ja noch, in der späteren Überlieferung wird noch gesagt, und wenn er ums Brot bittet, der für einen Stein biete. Vers 12. Oder der ihm, wenn er ihn um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete. Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, böse im Vergleich zu der Gerechtigkeit Gottes. Also wenn ihr nun euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Kontinuierlich bitten. Tag für Tag bitten. Tag für Tag Gott darum bitten, uns mit dem Heiligen Geist anzufüllen, der uns dann ja auch befähigt, Gottes Wort zu halten. Aber dieser Prozess, der zur Gabe des Heiligen Geistes führt und dann letztendlich zur Verwandlung in Geistwesen, der begann schon viel früher. Der begann schon lange, bevor sie überhaupt geboren worden sind. Wussten Sie das? Wussten Sie, dass Sie, wenn Sie berufen sind heute, von Gott vorherbestimmt worden sind, heute berufen zu werden, noch lange vor ihrer Geburt? Nun, 2. Timotheus Kapitel 1 sagt uns dies, wenn wir es glauben wollen. 2. Timotheus Kapitel 1 und lesen wir die Verse 8 und 9. 2. Timotheus Kapitel 1, angefangen in Vers 8. Da sagt Paulus, darum schäme ich mich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht, er hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nun, denken wir daran, dass ich sagte,
Wenn man geheiligt wird, wird man zu einem heiligen Zweck ausgesondert. Nicht nach unseren Werken sind wir berufen worden, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Also dieser Ratschluss, der an uns aus Gnade durchgeführt werden würde, bestand schon, bevor überhaupt die Welt existierte. Lesen wir Römer Kapitel 5, das auch etwas über Gottes Gnade uns sagt. Römer Kapitel 5, die Verse 12 bis 15. Also es hat nichts damit zu tun, was wir getan haben, damit wir meinten, wir würden aus Verdienst jetzt gerecht, weil wir eben so gerecht schon bereits gelebt hatten. Darum geht es keineswegs. Römer Kapitel 5, die Verse 12 bis 15. Deshalb, wie durch einen Menschen, Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, denn es heißt ja, dass der Sünde sollt, der Tod ist. So ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Schauen Sie, es geht hier nicht um eine sogenannte Erbsünde. Es geht nicht darum, dass, weil Adam jetzt gesündigt hat, alle anderen auch gestorben sind, weil sie diese Erbsünde ererbt hätten. Nein, jeder hat individuell gesündigt. Gott hat hier durch Mose den Israeliten damals gesagt, der Herr hat euch noch kein Herz gegeben, dass ihr ihn verstehen könntet und insoweit, dass ihr ihm gehorsam sein könntet. Also der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, weil alle gesündigt haben. Vers 13. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Nun, jetzt muss man aufpassen. Hier geht es nicht um das Gesetz der 10 Gebote. Es geht darum, dass danach, als dann das goldene Kalb gebaut wurde, Gott Opfergesetze erließ, ein Ritualgesetz. Paulus macht hier einen deutlichen Unterschied. Er sagt, die Sünde ist die Übertretung des geistlichen Gesetzes Gottes, der 10 Gebote, der Rechtsvorschriften, der Satzungen, die die 10 Gebote näher beschreiben. Die Sünde war wohl in der Welt. Ohne Gesetz Gottes, des geistlichen Gesetzes, gäbe es keine Sünde. Aber die Sünde war in der Welt, weil eben die 10 Gebote bereits schon seit Erschaffung des Menschen existierten. Ehe das Gesetz kam, also das Opfergesetz, das Ritualgesetz. Wo aber kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Er sagt es das auch selbst. Dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose, weil eben das Gesetz der 10 Gebote existierte. Und die Übertretung der 10 Gebote bringt den Tod. Deswegen herrschte der Tod von Adam an bis Mose, auch über die, die nicht gesündigt hatten durch die gleiche Übertretung wie Adam, aber sie hatten wohl gesündigt. Welche ist ein Bild dessen, der kommen sollte? Aber nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit der Sünde. Schauen Sie, es geht jetzt um eine Gabe, um eine Gnadengabe Gottes. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, weil sie alle den Adam mehr oder weniger imitiert haben in seiner Ablehnung Gott gegenüber, um wie viel mehr ist die Gnade Gottes und Gabe den vielen überreich zuteil geworden durch die Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Christus wurde uns aus Gnade geschenkt. Es geht darum, dass wir diese Gnade nicht verdient haben, aber aufgrund der Gnade Gottes, aufgrund der Gnade Jesu Christi, können wir Vergebung unserer Sünden erlangen. Schauen wir uns dies noch einmal in Apostelgeschichte 5 an. Apostelgeschichte 5, die Verse 31 und 32. Apostelgeschichte 5, die Verse 31 und 32. Den, und er spricht hier von Jesus Christus, den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße, besser Reue und Vergebung der Sünden zu geben. Achten Sie auf die Wortwahl. Um Israel, und es geht hier auch um das geistliche Israel natürlich, Reue und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Natürlich wird Gott uns den Heiligen Geist nicht geben und ihn uns belassen, wenn wir uns weigern, ihm zu gehorchen. Wenn wir uns weigern, seine Gebote zu halten. Aber um überhaupt dahin zu gelangen, dass wir verstehen, was Sünde ist, dass wir verstehen, dass wir Gottes Gebote halten müssen, dass wir verstehen, dass wir bereuen müssen, was wir getan haben, dazu bedurfte es wiederum der Gnadengaben Gottes.
Reue wird hier als eine Gabe bezeichnet. Gott muss uns Reue geben. Nun, wir müssen sie akzeptieren, wir müssen sie annehmen, wir müssen sie in unserem Leben gebrauchen, aber zunächst einmal muss Gott uns Reue geben. Und er muss uns Sündenvergebung geben. Wir können nichts tun, um uns Sündenvergebung zu verdienen. Wenn wir Sünde begangen haben, dann schwebt der Tod über uns. Und selbst wenn wir danach gerecht leben würden, kann unser gerechtes Leben die Sündenstrafe nicht aus der Welt schaffen. Die kann nur durch Gnade, durch unverdiente Vergebung aus der Welt geschafft werden. Lesen wir in Kapitel 4, Apostelgeschichte 4 und in Vers 12. Apostelgeschichte 4 und Vers 12. In keinem anderen ist das Heil, sagt hier uns Petrus. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Klar und deutlich wird hier gesagt, dass wenn wir nicht Jesus Christus anerkennen und als unseren persönlichen Erlöser annehmen in unserem Leben und wenn wir seinen Opfertod nicht annehmen, der zur Vergebung unserer Sünden führt, können wir nicht das Heil erlangen. Es gibt keinen anderen Namen, der den Menschen gegeben ist, als allein der Name Jesu Christi. Und ich las jetzt in einer Zeitung, dass eine große christliche Religion sagt, nun, das kann aber andere nicht ausschließen, wie zum Beispiel die Juden. Nur wie das möglich ist, das ist ein Mysterium, das verstehen wir nicht. Nun, es ist klar und deutlich zu verstehen, wenn wir verstehen, dass heute nicht der einzige Tag des Heils ist. Dass Gott alle Menschen, die gelebt haben und die nicht die Gelegenheit hatten, Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser anzunehmen, in einer sogenannten zweiten Auferstehung, die im Buch der Offenbarung beschrieben wird, erneut hochkommen werden, um dann diese Gelegenheit zu erhalten. Aber gleichwohl bleibt die Tatsache bestehen, man muss den Namen Jesu Christi als den einzigen Namen akzeptieren, der den Menschen gegeben ist, sodass wir das Heil erlangen können. Und es geht nicht nur um ein theoretisches Akzeptieren, es geht darum, dass wir Christus gehorchen, ihn nachfolgen. Er sagt, ich habe meines Vaters Gebote gehalten, so müssen wir auch die Gebote halten. Darum geht es. Aber es geht auch wiederum hier um das Geschenk der Reue. In Johannes Kapitel 3, Vers 16, der berühmte goldene Vers der Bibel, da heißt es ja, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass die Welt nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben erhalten könnte. Auch hier wiederum geht es um die Gabe. Die Gabe, die uns aus Gnade zuteil wird. Lesen wir Titus Kapitel 2. Titus Kapitel 2 und Vers 11. Titus Kapitel 2 und Vers 11. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, potenziell gesehen. Nachdem Jesus Christus gestorben ist, war nun die Möglichkeit für alle Menschen gegeben, ewiges Leben zu erhalten. Aber natürlich muss Gott sie individuell berufen. Aber die Gnade ist nicht ein Freibrief zur Sünde, wie so viele das missverstehen. Denn Paulus fährt fort zu schreiben, die Gnade Gottes, Vers 12, die nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Vers 13. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilands Jesus Christus. Das Wort unseres in unseres Heilands steht nicht im Urtext. Es wird gesagt, wir warten auf die selige Hoffnung der Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilands Jesus Christus. Jesus Christus, der große Gott und Heiland. Vers 14. Der sich selbst für uns gegeben hat. Also Gott gab seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, aber Christus selbst hat sich auch gegeben. Es war totale Harmonie zwischen Gott dem Vater und dem Sohn Jesus Christus, was diese Gabe anbelangt. Überhaupt wird immer nur totale Harmonie bestehen zwischen diesen beiden großen Gottwesen. Es heißt, er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre
zu guten Werken. Also die Gnade ist kein Freibrief zur Sünde, sondern es ist durch die Gnade, dass wir in Zucht genommen werden, uns zu reinigen von der Ungerechtigkeit und jetzt ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Um auf die Gnadengabe der Reue zurückzukehren, schauen wir uns einmal 2. Timotheus an, Kapitel 2, was uns Gott hierzu sagt. 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 24 bis 26. Nun, auch hier muss klar und deutlich gesagt werden, dass wenn man von Gott die Reue erlangt, sich zu bekehren, die Reue, sich von dem Falschen abzuwenden, dass in dem Augenblick Gottes Geist bereits schon mit einem wirkt. Noch nicht in einem ist, aber bereits schon mit einem wirkt. Wenn man das Verständnis erlangt, was Sünde ist und dass man sich von der Sünde abwenden muss, dann arbeitet Gottes Geist bereits schon mit einem. Und so lesen wir hier in 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 24 und 25. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann. Wir hatten ja gelesen, wir sollen nicht darüber entsetzt sein, wenn wir verhöhnt werden dafür, dass wir jetzt Gottes Weg gehen. Und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße, besser Reue gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Die Menschheit ist heute im Großen und Ganzen in den Klauen Satans des Teufels. Das heißt ja, der Teufel hat die ganze Welt verführt. Gott muss uns Reue geben, Erkenntnis geben, Verständnis geben, dass wir uns aus den Fängen Satans befreien können. Ein Geschenk, ein Gnadengeschenk wird wiederum angesprochen, das Gnadengeschenk der Reue, das Gnadengeschenk des Verständnisses. Aber wir müssen natürlich dieses Geschenk annehmen. Und wie wir schon bereits gesehen haben, wie wir noch sehen werden, Gott verknüpft gewisse Bedingungen an die Gabe, an das Geschenk dessen, was er uns geben will. In Offenbarung Kapitel 2 wird von einer Kirche gesprochen, die nicht willens war, diese Reue anzunehmen. Jedenfalls nicht im Großen und Ganzen. Einige Ausnahmen gab es natürlich schon. Offenbarung Kapitel 2 und Vers 21, er spricht hier eine Kirche an, eine Gemeinde. Und er sagt hier, und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, also zu bereuen. Ich habe ihr Zeit gegeben, zu bereuen. Und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Hurerei hier im geistlichen Sinne. Die haben also Götzendienst betrieben, haben falsche Dinge angenommen. Gott gab ihnen Zeit. Schauen Sie, Gott gab ihnen Zeit zu bereuen. Er benutzte zunächst einmal die Zeit, ihnen die Reue anzubieten, und er gab ihnen dann auch die Zeit, diese Reue anzunehmen. Aber sie in diesem Falle wollten die Reue nicht annehmen. Apostelgeschichte, Kapitel 15. Kehren wir zur Apostelgeschichte zurück. Dann lesen wir die Verse 8 bis 9. Apostelgeschichte 15, die Verse 8 bis 9. Es geht hier darum, dass Petrus den Cornelius getauft hat, nachdem er in diesem Ausnahmefall bereits schon den Heiligen Geist erhielt, weil Gott zeigen wollte, dass jetzt auch die Heiden Zugang hatten zur Kirche Gottes. Und jetzt wurde er von den anderen befragt, den Jüngern, ja, warum hast du das getan? Wieso hast du einem Heiden getauft? Und jetzt sagt Petrus hier in Apostelgeschichte 15, die Verse 8 und 9, Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen, den Heiden, den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Aber achten Sie auch hier wiederum auf die Wortwahl. Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Also auch hier wiederum geht es um die Gnadengabe Gottes, hier die Gnadengabe des Heiligen Geistes. Aber zunächst einmal war Glaube notwendig, der auch von Gott kam, und durch den Glauben wurden die Herzen gereinigt, sodass der Heilige Geist empfangen werden konnte, gegeben werden konnte, empfangen werden konnte. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 11, die Verse 15 bis 18.
Apostelgeschichte 11, die Verse 15 bis 18. Als ich aber anfing zu reden, da fiel der Heilige Geist auf sie, wieder auf Cornelius und sein Haus, wie es heißt, ebenso wie am Anfang auf uns. Und da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Und als sie das hörten, da schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt, zum ewigen Leben. Gott hatte also den Heiden, den Nicht-Israeliten, die Reue gegeben, die Umkehr gegeben und dann auch den Heiligen Geist. Und diese Gaben würden zum ewigen Leben führen, heißt es hier. Römer Kapitel 5 und Vers 5 sagt uns noch mehr darüber, dass es nicht nur allein um das ewige Leben geht, sondern es geht um das göttliche ewige Leben. Römer Kapitel 5 und Vers 5. Da heißt es, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes, die Liebe, die Gott hat, Gottes Liebe, die Liebe Gottes, die ist ausgegossen in unsere Herzen. Es geht wieder darum, dass die Herzen verändert werden müssen. Wodurch wurde jetzt die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen? Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Schauen Sie, wenn wir den Heiligen Geist erlangen, dann erlangen wir damit auch die Liebe Gottes, die dann in unseren Herzen wohnt, die aus unserem Herzen ausströmen muss, anderen gegenüber. Sie muss manifestiert werden. Wir müssen dann den Menschen lieben wie uns selbst. Und Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von unserem ganzen Gemüt aus. Aber wir können dies nur dann tun, wenn der Heilige Geist uns gegeben wird. Deswegen sagte ich zu Anfang, das Gesetz alleine war nicht ausschlaggebend in dem Sinne. Sie hatten zwar das Gesetz erlangt, hatten aber nicht den Heiligen Geist erlangt, um es zu halten. Und deswegen waren beide Ereignisse am Pfingsttage geschehen, um den Zusammenhang zu zeigen. Es ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe Gottes, heißt es ja, dass wir seine Gebote halten. Es ist die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist, den wir erhalten haben, der uns geschenkt worden ist, als eine Gnadengabe von Gott. Und so lesen wir nun in 2. Korinther Kapitel 1. 2. Korinther Kapitel 1, die Verse 21 und 22. 2. Korinther Kapitel 1 und die Verse 21 und 22. Gott ist es aber, der uns festmacht. Schauen Sie, es ist nicht wiederum unsere eigene Kraft und Stärke, es ist Gott, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Gott hat den Geist in unsere Herzen gegeben als ein Unterpfand, als eine Anzahlung sozusagen auf das ewige Leben. Und Gott hat uns versiegelt in diesem Sinne. Wir sind nun sein. Wir gehören ihm an. Gott kennt die Seinen. Das heißt, das Siegel Gottes ist auf uns, wie es auf Jesus Christus war. Aber auch hier wiederum lesen wir, dass uns Gott den Geist gegeben hat, als eine Gnadengabe. Nun, in 1. Johannes Kapitel 3 wird es ähnlich zum Ausdruck gebracht, aber noch etwas sehr Bedeutsames hinzugefügt. 1. Johannes Kapitel 3 und lesen wir Vers 24. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 24. Wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also Gottes Geist ist in uns, Gottes Liebe ist ausgegossen worden in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Aber wir müssen nach wie vor seine Gebote halten, damit auch Gott durch seinen Geist in uns bleibt. Es heißt, und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat und den wir in unserem Leben anwenden und der uns dazu bringt, sein Wort zu halten. Daran erkennen wir, dass wir in Gott bleiben und dass Gott in uns bleibt, an seinem Geist, den er uns gegeben hat. In 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 13 heißt es dann, 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 13,
Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Um es ganz deutlich zu machen, dass der Heilige Geist keine Person ist, sondern es ist Gott der Vater und Jesus Christus, die uns von ihrem Geist geben, dass dann ihr Geist in uns wohnen kann. Und daran erkennen wir, dass Gott in uns ist und wir in ihm, wenn der Geist in uns wohnt, der uns von Gott gegeben wurde, dieser Anteil Gottes. Und so haben wir dadurch ja auch dann die Möglichkeit, wie Petrus uns dies sagt, die göttliche Natur in uns zu entwickeln. Nicht mehr diese menschliche, gottfeindliche Natur, sondern die göttliche Natur, die so denkt, wie Gott denkt, die so handelt, wie Gott handelt. Das ist nur möglich, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, der uns von Gott gegeben wurde. In Römer Kapitel 6 wird deutlich, was geschieht, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Römer Kapitel 6 und Vers 23. Eine sehr bekannte Stelle, die zwei Dinge zum Ausdruck bringt. Da heißt es zunächst einmal, der Sünde Sold ist der Tod. Also das, was man dafür erhält, dass man sündigt, ist der Tod. Es ist der Sünde Sold, die Bezahlung für die Sünde ist der Tod. Es geht hier nicht um den physischen Tod, es geht hier letztendlich um den geistlichen, ewigen Tod, wenn er nicht bereut wird, dieser Sündenweg. Also der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes, also das ist jetzt Gabe, ein Gnadengeschenk, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und dieses ewige Leben kann uns nur dann zuteil werden, wenn der Geist Gottes in uns wohnt. Weil Gott nämlich sagt, wenn wir zum Beispiel sterben und der Geist Gottes wohnt in uns, dann wird Gott durch diesen Geist uns wiederum zum ewigen Leben erwecken. Nur dann, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Aber es ist gleichwohl eine Gabe. Die Gabe Gottes, diese Gnadengabe, ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, wenn wir Christus als unseren Erlöser anerkannt haben, wenn wir ihn in uns wohnen lassen, wenn wir ihm folgen, wenn wir so leben, wie er gelebt hat und wenn wir das tun, was er von uns erwartet. Ihr seid meine Freunde, sagt Christus, ja, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Schauen wir uns Römer Kapitel 8 und Vers 32 an. Römer Kapitel 8 und Vers 32. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles geben. Es geht um ewiges Leben. Es geht um alles das, was Gott hat. Um alles das, was Gott besitzt. Um alles das, was Jesus Christus besitzt. Gott sagt, wie sollte er uns nicht alles mit Christus schenken? Alles! Ohne Ausnahme. Alles. Das ist das Potenzial, das uns Gott anbietet. Aus Gnade. Und so lesen wir auch eine weitere Stelle in 2. Korinther Kapitel 8. 2. Korinther Kapitel 8 und in Vers 9. 2. Korinther Kapitel 8 und Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Kennen wir diese Gnade? Begreifen wir sie wirklich? Obwohl er reich ist, wurde er doch arm. Jesus Christus war Gott. Er hatte alles, er besaß alles. Er wurde arm. Um euretwillen, er wurde zu einem Menschen, dem Tode unterworfen. Damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wie Gott reich ist, wir würden alles ererben, was Gott hat. Aus Gnade wiederum. Aber noch mehr wird gesagt in Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5, die Verse 16 und 17. Römer Kapitel 5 und die Verse 16 und 17. Und nicht verhält es sich mit der Gabe, wie mit dem, was durch den einen Sünder geschehen ist. Denn das Urteil hat von dem einen her zur Verdammnis geführt, die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben, im ewigen Leben, durch den einen Jesus Christus. Viel wird hier gesagt. Hier wird gesagt, dass durch die Gnade Jesu Christi wir die Gabe, das Geschenk der Gerechtigkeit erlangen können. Und dass wir mit ihm herrschen können.
in aller Ewigkeit. Das ist Teil dessen, was uns Gott geben will. Denn Christus wird herrschen in aller Ewigkeit und wir sollen ja mit und unter ihm herrschen. Für alle Ewigkeit. Auch das aus Gnade heraus. Wir werden im Reich Gottes sein. Schauen wir uns Römer Kapitel 5 an. Oder Römer Kapitel 8 vielmehr, die Verse 3 bis 4. Römer Kapitel 8 und die Verse 3 bis 4. Aber nur dann, wenn wir gerecht leben, wenn wir die Gabe der Gerechtigkeit in unserem Leben anwenden. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit. Das müssen wir verstehen. Wir können nur in der Weise gerecht leben, wie Gott es will, wenn er uns seine Gerechtigkeit schenkt. Aus Gnade. Aber wir müssen diese Gnade anwenden. Schauen wir, wie dies geschieht. Römer Kapitel 8, die Verse 3 bis 4. Was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, wir waren zu schwach, es zu halten. Das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Christus wurde ein Mensch und hat nie gesündigt. Er hat im Fleisch die Sünde überwunden. Damit, Vers 4, die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt werde. Die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert wird in uns erfüllt, wodurch? Die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Schauen Sie, es ist der Geist Gottes in uns, der uns befähigt, gerecht zu leben. Das Verdienst ist nicht unser. Das Verdienst ist nach wie vor Gottes. Er gibt uns die Gabe der Gerechtigkeit. Er gibt uns die Gabe der Reue. Er gibt uns das richtige Verständnis. Er gibt uns den Heiligen Geist und damit die Kraft, sein Gesetz zu halten. Er gibt uns andere Herzen. Herzen, die ihm demütig untertan sind. Alles dies aus Gnade. Gnadengeschenke Gottes. Aber wir haben eine Verantwortung. Wir müssen natürlich Acht geben darauf, dass wir den Heiligen Geist nicht vernachlässigen, dass wir diese Gaben nicht versäumen. Und so lesen wir in 2. Timotheus, 2. Timotheus Kapitel 1, die Verse 6 und 7. 2. Timotheus Kapitel 1 und die Verse 6 und 7. Aus diesem Grunde erinnere ich, Paulus, dich, Timotheus, daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern er hat uns gegeben den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir halten den Geist der Kraft, Gottes Gebote zu halten. Wir erhalten den Geist der Liebe, es in richtiger Weise zu tun. Und wir erhalten den Geist der Besonnenheit, darüber nachzudenken, wie man es tun und wie man es nicht tun soll. Und wie ich sagte, es ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und die 10 Gebote drücken ja diese Liebe auch aus. Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten. Warum ist das eigentlich so schwer zu begreifen, dass wenn ich die 10 Gebote halte, dann liebe ich dadurch Gott und den Nächsten? Weil ich ja dann ihn nicht töte. Weil ich ja dann keinen Ehebruch begehe mit seiner Frau, weil ich ja dann nicht ihm etwas wegnehme und so weiter und so fort. Schauen wir uns 1. Timotheus Kapitel 4 an, die Verse 14 bis 16. 1. Timotheus Kapitel 4 und die Verse 14 bis 16. Auch hier sagt Paulus, lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung, mit Handauflegung der Ältesten. Dies lass deine Sorge sein. Damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken. Denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Also die Verantwortung des Evangelisten Timotheus war hier, sich selbst unbefleckt zu halten von der Welt sozusagen, die Wahrheit zu verkünden, in vollstem Umfange, aber auch der Wahrheit gemäß zu leben, damit dadurch nicht nur er selbst gerettet würde, zum Heil gelangen könnte, sondern auch die, die ihn hören. Und das ist heute auch nach wie vor die Aufgabe wahrer Prediger Gottes. Eine sehr gewaltige, eine sehr wichtige Aufgabe ist dies. Aber man kann dies auch allgemeiner sehen, verallgemeinern. Jeder Christ hat ja eine Verantwortung, sich selbst gegenüber und auch denen gegenüber, mit denen er in Kontakt gerät.
Und wenn wir sagen, wir sind Christen und leben aber dann so, wie wir nicht leben sollten und werden dadurch zu einem Anstoß anderen gegenüber, dann helfen wir eben den anderen nicht, dass auch sie vielleicht gerettet werden könnten. Psalm 119 gibt uns auch hier wiederum eine sehr interessante Ermahnung mit auf den Weg. Psalm 119 und Vers 155. Psalm 119 und Vers 155. Das Heil oder die Errettung. Das Heil ist ferne von den Gottlosen. Denn sie achten deine Gebote nicht. Auch hier wird viel gesagt. Ein Gottloser ist jemand, der Gottes Gesetz nicht beachtet, der es nicht hält. Und weil er es nicht hält, ist das Heil von ihm fern. Das Heil wird uns als Gabe gegeben. Aber Gott gibt uns seine Gnadengabe des Heiles nicht, wenn wir ihm deutlich zeigen, dass wir nicht willens sind, ihm zu gehorchen. Im Judasbrief, im vorletzten Brief der Bibel, im Neuen Testament, lesen wir die Verse 22 und 23. Judas, die Verse 22 und 23. Da wird nämlich auch etwas von dem Heil gesagt, von der Rettung, auch der Rettung anderer. Und es heißt hier, erbarmt euch derer, die zweifeln. Manchmal zweifeln einige, die haben vielleicht sehr schlimme Dinge mitgemacht in ihrem Leben. Die wissen nicht so recht, wo der Hase langläuft, um es so zu sagen. Die haben nicht den Glauben, den sie vielleicht haben. Erbarmt euch derer, sagt Paulus hier dem Judas, oder vielmehr ist es hier Judas, der schreibt. Erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer. Die gehen total den falschen Weg und man kann sehen, dass sie den falschen Weg gehen und die gehen auf einem Weg, der letztendlich zur unvergebbaren Sünde führen würde. Und wenn wir Gelegenheit haben, sagt Judas, reißt sie aus dem Feuer und rettet sie. Er rettet sie vor dem Untergang. Andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Erbarmt euch in Furcht, dass man sich nicht selbst da irgendwie beeinflussen lässt. Hasst das Gewand, das vom Fleisch befleckt ist, aber auch da soll man sich erbarmen. Barmherzigkeit ist eine sehr große Tugend, die dem Heiligen Geist entspringt. Man kann Leute vorschnell verurteilen und man kann sich ihnen gegenüber sehr barmherzig erweisen. Und Barmherzigkeit ist etwas, was wir haben müssen. Denn wenn wir unbarmherzig sind, sagt uns Gott, dann werden auch wir keine Barmherzigkeit erlangen, wenn wir vor Gott stehen, vor seinem Thron. Im Psalm 51 finden wir ein erschütterndes Gebet von David. Es wurde gebetet und dieser Psalm wurde niedergeschrieben zu einem Zeitpunkt, als David schreckliche Sünden begangen hatte. Er hatte Ehebruch betrieben mit der Frau seines Freundes. Und als er dann dieser Ehebruch Folgen hatte, da hat er sogar seinen eigenen Freund umbringen lassen im Krieg. Er war verantwortlich für dessen Tod. Und als er dann zu seinen Sinnen kam, sozusagen, als er dann erkannte, was er wirklich getan hatte, wenn er diese geistlichen Dimensionen seines schrecklichen Vergehens erkannt hatte, da bereute er bitterlich. Und wir lesen über diese Reue in Psalm 51 und angefangen in Vers 9. Er bittet zu Gott und er sagt, entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Er wirft sich sozusagen auf die Barmherzigkeit Gottes. Er nimmt das Opfer Jesu Christi an, der für ihn sterben würde, wie er dies wusste. Und er bittet um Vergebung seiner Sünden. Er hatte nichts zu tun, er konnte nichts tun, dieses ungeschehen zu machen. Aber er konnte sich an Gott wenden, um Vergebung der Sünden zu erlangen. Und er sagt hier, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Er verstand, dass sein Herz jetzt nicht rein war. Er hatte nicht das Herz, das er hätte haben sollen in dem Zeitpunkt. Dieses Herz aus Fleisch, dass er Gott aus ganzem Herzen dienen würde. Und so sagt er zu Gott, gib mir dieses Herz. Auch wiederum als eine Gabe. Gib mir dieses Herz, ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Sein Geist, der war in dem Augenblick nicht sehr beständig gewesen. Der war sehr unbeständig gewesen. Er hat es zugelassen,
dass er eben diese schrecklichen Sünden beging. Er war der König, er dachte, er könnte sich dies alles erlauben. Aber er sagt noch mehr hier. Er sagt hier im nächsten Vers, in Vers 13, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Er sah die Gefahr. Er wusste, dass er sich auf die Barmherzigkeit Gottes berufen musste, dass der ihm den Heiligen Geist nicht von sich nahm und wegnahm. Wir lesen weiter in Vers 14, erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, aber wie es richtig übersetzt heißen sollte, dann, wenn das geschehen ist, wenn ich zunächst einmal mit mir selbst ins Reine gekommen bin, wenn mein Verhältnis zu dir, Gott, wieder ein richtiges ist, dann kannst du mich dazu gebrauchen, Übertreter deine Wege zu lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Auch darum geht es letztendlich, dass andere sich ebenfalls zu Gott bekehren. Dass auch sie die Reue erhalten, die Gnadengabe der Reue des reinen, richtigen Verständnisses. Schauen Sie, meine Damen und Herren, Gott gab das Gesetz dem alten Israel, aber auch dem geistlichen Israel. Und er gab uns, der neutestamentlichen Kirche, den Heiligen Geist, um uns dazu zu befähigen, zunächst einmal das richtige Verständnis zu erhalten, zu bereuen, Gerechtigkeit in uns erleben zu können, den Heiligen Geist zu erlangen, der uns Kraft gibt, der uns Besonnenheit gibt, der uns die Weisheit schenkt. Alles dies gab uns Gott, damit wir die Möglichkeit haben könnten, durch das Halten seiner Gebote der Gnadengabe des Heils nicht verlustig zu gehen. Aber wir müssen unseren Teil tun. Wir müssen so leben, wie es Gott wohlgefällig ist. Wir müssen Christus in uns leben lassen. Und wir müssen ihm folgen, wo immer er auch sein wird, wo immer er auch gehen wird. Und so lesen wir zum Abschluss Offenbarung Kapitel 14 über die, die Berufene sind, die Auserwählte sind, die den Glauben behalten haben. In Offenbarung Kapitel 14, angefangen in Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Sie waren versiegelt. Die gehörten Gott an. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Schauen Sie, Sie und ich sind heute erkauft von der Erde, sozusagen, wenn wir Gottes Geist in uns haben. Gott hat uns durch sein Blut, durch seinen Opfertod, durch den Opfertod seines Sohnes Jesu Christi erkauft. Wir gehören uns nicht mehr selbst. Wir sind jetzt das Eigentum Gottes und von daher auch verpflichtet, so zu leben, wie er uns dies vorschreibt. Diese sind's, Vers 4, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Nun, hier im geistlichen Sinne gesehen, wir haben uns nicht dem Götzendienst verschrieben, aber natürlich auch ganz rein buchstäblich. Wir sollten auch keinen physischen Ehebruch betreiben mit anderen oder Unzucht begehen. Die folgen dem Lamm nach, Jesus Christus, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Wenn wir heute von Gott berufen sind, wenn Gott uns heute seinen Heiligen Geist gibt, dann sind wir Erstlinge seiner Geschöpfe, Erstfrüchte, wie andere Stellen es uns sagen. Das Pfingstfest zeigt dies an. Heute werden nicht alle Menschen zum Heil berufen, sondern nur die Erstlinge. Aber die anderen werden folgen. Und wir sind heute dazu berufen, nicht nur, dass wir das Heil für uns selbst ererben, sondern auch vorzubereiten, uns auf die Aufgabe, die uns bevorsteht, anderen zu helfen. Im großen Maße, wie vielleicht heute schon im kleinen Maße diese Aufgabe uns zuteil geworden ist. Damit auch sie errettet werden können. Damit auch sie das Heil erlangen können. Das ist der Plan Gottes. Ich hoffe, meine lieben Freunde, dass ihr diesen Plan für euch anwendet.